Ja, moin zusammen. Wie man sieht, die Pflanzen werden gegossen. Einfach so. Ja, der Dürresommer 2021 hat wohl irgendwie keine Lust auf Hiobsbotschaften. Sag mal. Ja, da, immer noch ein Thema. Ja. Gestern kam endlich meine Lieblingszeitung raus. Das ist keine Werbung. Ich werde nicht gesponsert. Ich kriege kein Geld dafür. Das ist meine Lieblingszeitung. Das ist die Youngtimer. Wie man sieht, ist von Motor Classic eine Unterzeitung sozusagen. Und ja, die Leute machen den aktuellen Mainstream nicht mehr mit. Und machen daraus eine Zeitung und die ist sehr beliebt, muss ich sagen. Deswegen kaufe ich mir die schon seit Ewigkeiten. Der Chefredakteur Alf Krämer hat offensichtlich den gleichen Schaden wie ich. Ja, das ist halt so, ne? Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, etc., etc., etc. Kauft euch diese Zeitung und könnt ihr das lesen. Das ist einfach, ne? Es werden Autos einfach mal einmal im Monat wird ein Auto gekauft. Der Mann hat offensichtlich eine sehr große Halle. Ne? Das ist sehr interessant. Ich mag das Ding unglaublich. Autos fürs Leben zum Beispiel. Ne? Also Autos, die wirklich unglaublich viele Kilometer abreißen können, ohne zu sterben. Dann nochmal überholen, dann nochmal weiterfahren. Ne? Es gibt Autos, die fahrt ihr, den kauft ihr einmal. Ne? Hier gibt es natürlich den obligatorischen Volvo. Ne? In Schweden hat man sich ein Auto gekauft. Ja. Und das Auto wurde verkauft, als der Besitzer gestorben ist. Siehe hier. Ne? Der eine für immer, das stimmt. Ich hatte selber einen. Wenn der Zahnriemen reißt, ihr könnt auf dem Standstreifen den Zahnriemen wechseln. Das sind Freiläufer, das interessiert den Motor nicht. Und das als Turbo. Klar, weniger Verdichtung, logischerweise. Das ist einfach so. Ja. Und dann noch die Kaufempfehlungen. Der obligatorische Golf 2 natürlich. Natürlich der Astra G. Ja. Sagen wir mal, das ist der perfektionierte Astra F. Ähnliche Motoren, aber halt verzinkte Karosserie. Ja, die rosten auch. Aber es gab, wie man hier sieht, Ritterradläufe, Rückrufaktionen. Ne? Wenn man die nicht mitgemacht hat, dann gammeln die Dinger weg. Ja, das ist einfach. Ne? Und dann mal einen gammeligen alten Mercedes kaufen. Natürlich, warum nicht? Ne, einen Kotflügel kann man austauschen, mein Gott. Man hat aber einen 280er. Ne? Das sind so die Autos, an denen man sich die Nasen platt gedrückt hat, als man klein war. Hui, so hoch geht der Tacho und so weiter und so weiter. Also mir ging das so, deswegen habe ich die alle nacheinander gekauft. Siehe Senator und so weiter. Ich glaube, ich habe mit Mitte 20 habe ich schon über 80 Autos gehabt. Das, ja, ich wollte die alle haben. 750 Euro für ein Auto. Mehr braucht man nicht. Ernsthaft. 750 Euro, um damit lange zu fahren. Das geht. Tja. Ja, Rover 75 hat niemand auf dem Schirm. Das ist ein tolles Auto. Ist zwar BMW-Technik drin, aber funktioniert gelegentlich sogar. Finde ich gut. Ja, die V6, naja, 2 Liter Common-Rail Diesel mit BMW, ja. 130 PS, perfekt. Ich gab den sogar mit V8 aus dem Mustang. Ja. Dann haben sie ihn echt von Front auf Heckantrieb umkonstruiert. Ja. Ja, es sind halt nicht nur hochpreisige Fahrzeuge. Velsatis, schickes Auto. Einer in den Kommentaren fährt so ein Ding. Habe ich gesehen, ich hoffe, einer meiner Augenblinden, dass das einer ist. Ja, Velsatis, geiles Ding. Ja. Ja, das sind so. Ja, kauft diese Autos. Es gibt nicht mehr viele. Der Gebrauchtwagenmarkt bricht gerade zusammen. Es gibt fast keine Autos mehr. Die Leute horten Verbrenner. Gebt Gas.
Bevor ihr verarscht werdet in Bezug auf Kundenbindung, und Elektrofahrzeuge sind die personifizierte Kundenbindung. Die Autos haben zu lange gehalten. In den 90ern haben die Ewigkeitsautos mehr oder weniger gebaut. Und Elektrofahrzeuge sind nach 10 Jahren wertlos. Also kommen die näher an ihr Ziel ran. Du kaufst ein Auto und bringst das direkt auf den Schrottplatz. Mit Elektrofahrzeugen kommen sie da nah dran. Kein Mensch kauft sich ein neues Akkupaket. Vergesst es. Das wird nicht passieren. Sehr empfehlenswert, diese Zeitung. Also ich finde sie immer wieder unterhaltsam. Vor allen Dingen Alf Krämer schreibt sehr unterhaltsam. Es ist schön. Er hat einen echten Knall und sehr sympathisch. Ja. Ja, und weil es regnet, gehe ich jetzt Klamotten kaufen. Wir kaufen einen neuen Laptop. Der meiner Frau ist nämlich scheintot. Deswegen werden wir heute mal den Regen ignorieren und was völlig anderes machen. Ja, Lieferungen sind auch schon wieder gekommen. Ja, mein Zulieferer war da. Ach ja, das Übliche, wenn man Autos wieder aufweckt, ne? Habe ich auch schon gezeigt. Immer auf Vorrat. Bremsenreiniger, immer einen schönen großen Karton. Reiniger, Servolenkungsöl und so weiter. Ja, ist einfach so. Ach so. Das Rad meiner Frau ist aufgerüstet worden. Mit einem Hauptständer. Als ich das letzte Video gesehen habe, ist mir doch wahrhaftig aufgefallen. Das war bestimmt als Vorwurf gemeint, dass das Ding keinen Ständer hat. Jetzt gibt es einen Hauptständer. Es gibt Körbe fürs Kräutersammeln. Und es gibt eine Hupe. Ja. Also den Ständer fand ich cool. Vor allen Dingen kann man das Fahrrad wirklich mal alleine irgendwo stehen lassen. Und hier auf der Wiese sinken die normalen Ständer immer ein. Und ein Schloss in Lila. Okay. Mit dem Video geht es später weiter. Wir müssen erstmal einkaufen. Na, wir sind aktuell in Nordamerika, genau in Kanada, wo die Reise gerade hingeht. Ja, obwohl man immer vorsichtig sein muss, ne? Wetterereignisse gibt es immer. Es ist nicht alles der Klimawandel. Vorsicht, das ist jetzt Überspitzung. Die Jünger der Klimareligion halten alles Negative für eine Klimaauswirkung und alles Positive bzw. alles Normale für Wetter. Ist sozusagen ein Gegenvorwurf, wurde mir auch mal gemacht, dass alles Normale, das ist, also dass ich behaupten würde, alles Negative wäre ja nur Wetter und totaler Schwachsinn. Die Leute können auch nicht mehr argumentieren, das ist unser Bildungsproblem. Die Millennials, die jetzt da auf der Straße rumstehen, beziehungsweise die sogenannte Cancel Culture betreiben, mit denen kann man nicht diskutieren. Die Leute sind nicht dicht bzw. nicht besonders helle. Haben eine Allgemeinbildung wie ein Brötchen und wollen Geschichten erzählen. Alle Verbrenner müssen weg. Hatten wir, wie gesagt, bei Sixt hatten wir auch gerade. Ich sag so, ja, genau. Mach doch alles mit Elektroautos. Erklär das mal in Afrika. Ne, wo die Rohstoffe herkommen. Erklär das mal, dass die nicht produziert werden müssen. Wie wär's denn mit gar nicht mehr neu kaufen? Das wäre klimaschonend. E-Fuels und alte Fahrzeuge, ja, so lange wie möglich erhalten. Das wäre klimaschonend. Ja. Ich fühle mich ehrlich gesagt von der Politik immer so ein bisschen veralbert. Ja. Wir leben in Zeiten von Internet, beziehungsweise man kann sämtliche Doktorarbeiten, man kann alles runterladen. Wenn man die Folgen des Klimawandels, der definitiv da ist, sicher, es gibt einen Klimawandel, natürlich gibt es den. Mag auch sein, dass der menschengemacht ist. Aber wir können daran nichts mehr ändern. So, wir müssen gucken, dass wir die Folgen des Klimawandels irgendwo finanziell puffern können. Das ist das Problem. Ja? In Kanada haben die jetzt ganz viel davon, wenn wir jetzt alle Elektroautos auskaufen. Das ist Schwachsinn, ist das. Die haben trotzdem 50 Grad. Statt da jetzt Löschflugzeuge einzusetzen. Ne? Nein. Zu kaufen, ne? Diverse andere Dinge zu finanzieren. Wird sich da abgearbeitet, damit die Industrie immer noch weiter verkaufen kann. Jetzt sogar noch in kürzeren Intervallen. Das ist halt so. Ja. Jeder, der sich im Marketing ein bisschen auskennt,
klatscht in die Hände bei dem genialen Einfall, die Atemluft zu besteuern. Die Klimareligion, solltet ihr mal nachgucken, ist übrigens ein öffentlich-rechtlicher Sender, der das mal rausgebracht hat. Ja. Das ist, ich glaube, Dreisat gewesen. Natürlich hat Dreisat das später aus seinem Repertoire verschwinden lassen. Nichtsdestotrotz ist es da. Ja. Das ist, ja, das ist einfach so. Die Klimareligion. Und die diversen Leute, die ständig mithilfe von Whataboutism und Cancel Culture und wie es nicht alles heißt, ne, besagte Millennials, meine Fresse, ist das ein blödes Wort. Von mir aus auch Ältere, es gibt ja genügend Leute, die mittlerweile jeden Stuss glauben. Anstatt wirklich mal selbst Wissen zu besitzen und da mal drüber nachzudenken, was erzählt er mir jetzt da gerade, kann das eventuell sein, dass das totaler Scheiß ist. Dass ich da im Hintergrund irgendwo die Industrie klingeln höre, machen die nicht. Nein, die nehmen das so hin, passt gerade ins linke Konzept oder ins rechte Konzept, da tun sie sich ja beide nichts, ne? Die Linken sind mittlerweile genauso brunzhohl wie die Rechten. Die sind genauso hohl. Exakt genauso hohl. Mit anderer Zielsetzung, aber von der Intelligenz her tun die sich alle nicht mehr viel. Ja, so. Jetzt werden wir eine kleine Bestandsaufnahme machen, was ich noch machen muss bei dem Auto für den TÜV. Sauber machen muss ich den auch noch. Ja, schauen wir mal. Ne? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja, was treiben wir denn heute Schönes? Ja, bei dem Wetter habe ich nicht so wahnsinnig viel Lust, muss ich sagen. Ich entspanne mich ganz gerne mal nach getaner Arbeit. Siehe PT Cruiser, der ist jetzt fertig. Neue Besitzerin hat ihn. Nächste Woche besorge ich noch neue Reifen für die Felgen. Dann, ja. Dann geht das weiter. In Bezug auf, ja. Reifen aufziehen. Ach ja, die Klimaanlage muss ich auch noch auffüllen lassen. Dann habe ich einen Termin erst nächste Woche bekommen. Ja, den Leuten fällt im Sommer immer ein, dass ihre Klimaanlage leer ist. Ist aber genau das gleiche Problem wie im Winter. Also von daher fällt auch immer erst ein, wenn der Schnee fällt. Huch, ich brauche Winterreifen. Ja. Okay, was machen wir heute? Wir machen ein Radio. Beziehungsweise muss ich den Quark hier reparieren. Ich habe keine Ahnung, was das soll, den Scheiß abzukneifen. Kann man aber relativ einfach reparieren. Ist jetzt kein unglaublicher Beinbruch. Das halten heutige Radios eigentlich recht gut aus. Ja, die haben ziemlich gute Empfangsleistungen. Also von daher ist jetzt nicht so unglaublich schlimm. Die Lenkradfernbedienung werde ich jetzt in diesem Fall wahrscheinlich nicht verwenden können. Naja, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich kriege einfach kein vernünftiges Opel-Radio. Das ist blöd. Ich hätte gerne ein CD-Radio gehabt. Aber kriegen vor Lachen ist das Problem an der Sache. Ja, also muss jetzt erstmal ein anderes Radio. Ich habe ein paar gefunden noch. Den Scheiß schmeiße ich hier auch nicht weg. Denke mal, das hier wird reinkommen. Das ist ein etwas älteres Modell, aber schon mit Stick und mit AUX. Ja, ich denke, das sollte hier drin ganz gut funktionieren. Ja, dann klemme ich euch mal irgendwo hin und dann machen wir das mal. So. Lüsterklemme. An beiden Seiten abkneifen, dann die Litze zurückziehen, diese weißen Dinger. Da drin sitzt die Seele, die Antenne selbst. Ich hätte es jetzt gerne gefilmt, aber meine Kamera ist jetzt aus Überhitzungsproblemen komplett ausgestiegen, hat nicht mal so ein bisschen was gespeichert. Kotzt mich gerade richtig an, weil ich es gemacht habe. So, was ich auch noch erzählt habe gerade. Die rechte vordere Box gibt nichts von sich bei zwei Radios. Schlecht. Ja,
Antenne scheint wieder zu funktionieren so einigermaßen. Aber mal schauen. Ob wir mal gucken, ob wir da irgendwo mal einen Ton bei rauskriegen. So, mehr darf ich nicht. Ja. Sonst fängt irgendeiner an wieder mit Urheberrechten. Ja, es funktioniert, er hat Empfang mit der Methode. Aber ja, vorne rechts die Box. Mal gucken, ich habe ja noch Boxen hier, das ist nicht das Problem, aber nervt alles ein bisschen. Tja. Ja, die restliche Bestandsaufnahme von dem Auto fällt recht gut aus. Bremsen haben wir jetzt neu, fahren tut er gut. Bin ja hier hingefahren. Hat geklappt, ich bin da. So. Tja. Was nun? Ich glaube, darum kümmere ich mich später. Das hat jetzt mit dem TÜV nichts zu tun. Ist halt später so ein Komfortproblem. Wie gesagt, Lackieren kommt auch noch später und sowas. Also ich brauche den jetzt erstmal technisch einwandfrei. Ja. Glaube, ich werde mich mal an den hinteren Radlauf begeben. Ja, man merkt schon ein bisschen, dass ich genervt bin, oder? Ja. Das sind gerade mal eben kurz schön 4 Minuten Video gewesen, die zum Teufel gegangen sind. Zum Kotzen. Ja. Überhitzungsprobleme, bla 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 bla. Irgendwas. Irgendwas saß dem Handy quer. Ja. Mal gespannt, ob er jetzt mit diesem 4K jetzt klarkommt. Ich habe keine Ahnung. Ultra HD. Ich glaube, hier ist ehrlich gesagt, ich habe den Unterschied auf dem Fernseher noch nie irgendwie mitgekriegt. Wahrscheinlich ist mein Fernseher zu schlecht. Ich habe ja nur einen zum, ne, fürs Internet browsen. Ja. Ne, wollen wir gleich da hinten mal weitermachen. Ach ja, es gab ein paar Fragen wegen diesen Astra hier kaufen, wenn er fertig ist. Wie gesagt, ich versteigere alle Autos. Die werden definitiv versteigert. Ne? Das ist einfach fairer. Ne? Sonst heißt es nämlich hinterher, ja, der eine ist bevorzugt worden und so weiter und so weiter und so weiter. Nein, der geht bei eBay rein. Ich werde zeitnah einen Link dazu veröffentlichen, posten. Gibt es auf jeden Fall unter einem Video, wenn der Wagen fertig ist. Im Moment fehlt mir so ein bisschen die Motivation, deshalb stelle ich den jetzt gleich wieder weg. Echt. Und ja, mir fehlt die Motivation, an dem Wagen was zu machen. Habe ich manchmal. Ist auch nicht schlimm. Wird ja nicht schlecht. Und TÜV ablaufen kann auch er nicht, weil ist schon. Ja, deswegen mache ich mir da auch keinen Stress. Das habe ich früher gemacht. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Alles meine Autos. Deswegen mache ich auch keine Fremdaufträge mehr. Stelle ich jetzt wieder weg. Ein paar Sachen probiert. So wird der Wagen nicht schlecht. Wenn ab und zu mal bewegt wird. Ja. Fährt ganz normal. Hat auch ordentlich Leistung. Wo kommt er denn jetzt hin? Ich stelle ihn mal dahin. Nö, wie gesagt, ich mache mir keinen Stress mehr. Das habe ich früher gemacht. Das Ergebnis waren dann Magengeschwüre etc. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr zu. Deswegen arbeite ich an den Autos, wenn ich das möchte. Und wenn ich nicht möchte, lasse ich es sein. Das ist ganz einfach. Nee, also wie gesagt, der Wagen wird später versteigert. Wenn er fertig ist. eBay.
Ich werde wahrscheinlich ein neuen eBay-Account erstellen. Nur für die Fahrzeuge, wenn die rausgehen. Ne? Sind ja noch ein paar, die jetzt anstehen. Ich überlege gerade, ein Auto zu kaufen. War ein Golf 2. Turbo-Diesel. Bei eBay Kleinanzeigen drin. Mit LKW-Zulassung, aber Baujahr 91 zu Deutsch. Ich könnte die Sitze hinten wieder reinbauen, den wieder als PKW abnehmen lassen und dann mit H-Kennzeichen. Ja, freie Fahrt in alle Feinstaubzonen und sehr wenig Verbrauch ist der 1,6 Liter Turbodiesel mit 70 PS, reicht für Golf 2 vollkommen aus. War mein Fahrschulauto. Ja. Das ist kein langsames Auto, selbst mit 54 PS mit dem normalen Saugdiesel. Golf 2, das geht. Ja. Postgolfs habe ich früher viele gekauft. Mein Vater war ja bei der Post, bei der Oberpostdirektion. Ich habe ganz guten Draht dazu gehabt, an die Postgolf dran zu kommen. Und die Dortmunder Studenten haben mir die Dinger aus den Händen gerissen, ne? Durchrepariert, 2 Jahre TÜV drauf. Zack, gingen die Dinger weg. Ja, der letzte Typ, der mir den Motor andrehen wollte, wenn man mir den Motor anbietet, der eigentlich für den Längseinbau gedacht ist, ne? Aus einem Audi. Wie das funktionieren soll in einem Quer-Motorfahrzeug. Vielleicht erstmal nachdenken. Wollte mir erzählen, das Ding kommt aus dem Polo. 131 PS. Ich gucke mir die Motoraufhängung an. Ein Audi-Motor. Für den Längseinbau. Soll ich den Wagen auf Heckantrieb umrüsten oder was? Wäre auch mal lustig. Aber das hatte ich jetzt nicht vor. Nee, mache ich nicht. Ja, jetzt warte ich auf deinen guten Mann. Der wollte heute kommen. Für den Discovery die Papiere bringen. Brauche ich nämlich langsam. Ja. Für den LKW hier. Wir haben ihn schon ein paar Mal genutzt. Mit roter Nummer. Aber doch schon ganz schön, wenn ich einen Fahrzeugschein dabei habe. So lang ist der Sommer nicht mehr. Der Winter ist schneller da, als man gucken kann. Ja, und ich will meinen Unterstand bauen. Das ist. Ich hoffe, dass mein Rücken jetzt mal die Klappe hält. Ich brauche die Papiere für den hier. Ich hoffe, dass mein Rücken die Klappe hält. Ich habe ziemlich viele Wünsche im Moment. Nee. Mein Rücken soll die Klappe halten, weil ich hier hinten einen Unterstand bauen will. Im Nebenberuf ist das Ganze auch noch ein Sichtschutz. Die ganze Nordgrenze hier soll dicht gemacht werden. Genau zu sein, ist das da Norden. Westen. Ja, ich habe hier schon Stahlträger liegen. 5 Meter lang. 2 Stück. Das werden, um genau zu sein, 4 Pfosten. Die werden einbetoniert. Ja. Da liegt auch noch anderes Gestänge und so weiter rum. Ja. Wie gesagt, der erste Pfosten geht hier an unser Gitter, an unsere Ranghilfe. Das soll eigentlich alles zuranken hier. So, da geht der erste Pfosten hin und dann verteilt 4 Stück in die Richtung. Dann Balken oben drauf. Und das wird dann praktisch die Rückseite von unserem Unterstand, der genauer, ich denke mal so bis hier, wo ich jetzt hier stehe, bis hier ausladen wird mit einem Dach, das da drüben 2 Meter hoch ist und dann hier oben 4 Grad Steigung hat, dass es hier schräg geht, dass der Regen auch ablaufen kann. Ich denke, so wird da ein Schuh draus. Oder ein Dach. Ein Dach wird daraus. Kein Schuh. Ja. Ich muss noch einen Bagger besorgen und so weiter und so weiter und so weiter. Hier muss aufgeräumt werden, Rasen gemäht. Ich meine, die Wildnis muss aufgeräumt werden. Machen wir normalerweise nicht, aber in diesem Fall müssen wir das machen. Und hier kommt komplett eine Kiesfüllung rein.
dass sich die Autos nicht platt stehen. Ja, und hier in die Ecke. Anschließend baue ich sowas wie ein kleines Gartenhaus. Und ja. Für diejenigen, die ihn vermisst haben, kamen ja einige Kommentare. Da ist er. Hallo Keks. Hier. Er hat sich ganz doll geprügelt. Er hat eine ganz neue Methode entwickelt, sich verprügeln zu lassen. Den anderen Kater, den ihr gerade gesehen habt, anfauchen und sich dann auf den Rücken legen. Als ob der andere Kater nicht wesentlich größer ist. Naja, Ohren sind toll. So ist das halt. Jetzt wisst ihr auch, dass der Keks noch lebt. Na, um ehrlich zu sein, habe ich heute überhaupt keine Motivation. Die ist irgendwie weg. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Ja. Gerade am Ast herumgeschraubt, wie ihr gesehen habt. Aber irgendwie ist heute der Wurm drin. Kein Konzept. Kein Plan, kein nix. So, wo ist eigentlich meine Batterie abgeblieben, die ich zum Überbrücken benutze? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Rasen gemäht. Schöne Information, ne? Ja, sieht doch gleich viel besser aus. Ich habe eine Straße reingemäht. Vielleicht ist auch einfach Wochenende. Könnte sein. Ich glaube, ich weiß, wo meine Batterie ist. Komm gleich wieder. So, da geht's weiter. Ja, ich werde mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen Autos durch die Gegend fahre. Und es muss mal ein bisschen Rasenpflege, zumindest streckenweise, stattfinden. Mal gucken, ob der hier noch anspringt. Ah, ne, fürchterliches. Ja, der Schrotthändler hat im Moment seinen Trailer kaputt. Blöd. Kann man aber nicht ändern. Ergo bleibt der Scheiß hier noch ein bisschen stehen. Ja. Ist halt so. Mist, den VW da immer eingebaut hat bei den Polos. Diesen riesen Sicherungskasten da oben, der nervt ein bisschen. Wenn man irgendwo eine Batterie einbauen will. Gott sei Dank passen hier riesige Batterien rein, weil es den auch als TDI gibt. Also theoretisch müsste die hier reinpassen. Ja, passt. Ja. Das wäre übrigens auch noch so ein Auto, was ich gerne hätte. Polo TDI. Aber 1,9er bitte. Das hörte sich nach einem Lebenszeichen an. Gerade gesehen, dass irgendwo bei den eBay Kleinanzeigen ein Lupo ist, der offensichtlich klappert, wenn er anspringt. Er meint, es ist ein Pleuelagerschaden. Muss nicht stimmen. Glaube ich auch nicht. Nur wenn er anspringt? Nee. Ja, 300 € will er dafür haben. Noch 2 Jahre TÜV das Ding. Ach, 1 Jahr TÜV. Ja. So. Der springt extrem schlecht an. Ich tippe mal auf Nockenwellensensor. Aber der Motor ist kerngesund, deswegen interessierte mich dieser Lupo. Wenn die Papiere für das Auto kommen würden, eigentlich zu schade zum Schlachten. Es gibt ja immer Experten, die halten ihre Versprechen nicht.
Dann gehen Autos über den Jordan. Ne? Oh, da ist ja auch nichts mehr mit Wiese. Schnecken, Käfer. Jo. Wird Zeit, dass hier mal ein bisschen Sonne drauf kommt. Und ein bisschen Wasser. Der Arosa. Komplett ohne Extras, aber mit extrem wenig Kilometern runter, steht hier auch noch dumm rum. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, was ich damit mache. Aber so gar nicht. Tja. Autos ohne Servolenkung verkaufen sich irgendwie nicht mehr. Irgendwie sind den Leuten alle die Arme abhanden gekommen. Meine Katze interessiert sich für Löcher im Boden. Wo stehen? Ja, die ist von der Tierhilfe, die Kleine. Gelegentlich ist sie immer ganz kuschelig. Und dann ist sie sehr schreckhaft. Aber ein Mäusejäger allererster Kajüte. Allererste Klasse. Hier hatten wir jetzt auch einen PT Cruiser in den eBay Kleinanzeigen. 2,2 CRD, 173.000 Kilometer runter. Ist im Moment ein Dreirad in dunkelblau Metallic. Für 450 wollen sie haben. Und zwar ist ihm auf der rechten Seite vorne sind ihm die Radbolzen abgeschert. Wie gesagt, auch bei eBay Kleinanzeigen. Ich überlege gerade, ob ich den hier nicht eventuell schlachte und den anderen mit dem hier repariere sozusagen. Ich meine, hier ist auch noch ein Mercedes-Motor drin, hier sind Injektoren drin, hier sind ist eine Hochdruckpumpe drin. Ich weigere mich allerdings immer so ein bisschen ein funktionierendes Auto zu schlachten. So, mal gucken, ob ich einen Ersatzteilträger finde. Zumal das schwierig ist mit dem Ding, den anderen aufzuladen. Den müsste ich also vor Ort reparieren. Also ich brauche die Ersatzteile sofort. Ja. Ich denke mal nicht, dass die Leute einen Stapler haben. Wenn ich den so auf den Hänger ziehe mit der Winde, dann kann ich die Front auch vergessen. Die liegt auf. Das ist blöd. Das macht keinen Sinn. Ja, ja, noch ein VW Lupo in eBay Kleinanzeigen. Hat das Problem, dass der 1 Liter Motor, der alte, in dem Polo ist ein neuerer, der AUC, Motorkennbuchstabe. Das hier ist ein ALL, das ist der alte Motor noch. Ja, bei eBay Kleinanzeigen ist wie gesagt einer drin, der hat Probleme, der Motor. Ah, unsere Schleicher sind unterwegs. Ich sag ja, irgendwann nehme ich Eintritt hier. Das ist eigentlich eine Sackgasse. Und trotzdem eimern hier ständig Leute rum. Ich weiß nicht, was die hier machen. Wahrscheinlich gleich umdrehen und wieder zurückfahren. Steht aber auch vorne dran, ne? Die fahren hier einen kompletten Kilometer in eine Sackgasse rein, wundern sich, dass es eine Sackgasse ist und drehen wieder um. Ja, und diese Kamera ist auch eine schwierige Sache, weil ich ständig mit dem Finger davor fummel, weil das Ding so riesig ist. Wie gesagt, das ist wieder das neue Handy. Mein Provider meinte, ich brauche ein neues. Okay. Man wird belohnt, wenn man einen Vertrag hat mit Unlimited Internet. Aber was anderes ist hier auch echt nicht ratsam. Sonst kriege ich nämlich keine Videos hochgeladen. Unser Hausanschluss, Schrägstrich, unser Router ist so langsam. Da wäre Trommeln schneller. Und da ist mein Kater. Und nörgelt. Was denn? Was ist denn los? Hm, du? Ja, du hast Thunfisch gefuttert. Was noch? Mausragout werde ich dir nicht kochen. Ja. Meh. Der kann nicht normal miauen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem nicht in Ordnung ist.
zieh mal ein bisschen hin. Tschüss. Mercedes, sind schon einige Teile verkauft. Ja, wie gesagt, bei Mercedes ist das ein Selbstläufer. Am Ende kommt dann nur noch die Rohkarosse in den Schrott. Das Sam habe ich mir jetzt von dem ausgeliehen. Habe das umgebaut. Nein, der andere springt immer noch nicht an. Ja, blöd. Ich habe da einen riesigen Versuchsaufbau zusammengebastelt. Gehen wir mal hin. Ja, neues Sam drin. Ja, hat gestern geregnet, deswegen habe ich nur die Schirme hier reingesteckt. Los, komm da raus. So, das andere Sam. Motorsteuergerät, alles zusammengesteckt, springt nicht an. Ja, ich denke mal, bei dem hier, die Batterie ist fast voll, werde ich den ganzen Kram da wieder ausbauen, dass ich die Haube wieder zukriege. Werde den wegstellen, bis ich die Teile kriege. Ich überlege gerade, er hat ernsthaft den zu behalten. Das ist ein sehr sparsames Auto. Ja. Für kurze Strecken, also für kürzere Strecken, ne? Nicht für ganz kurze Strecken. Ganz kurze Strecken gibt es hier nicht. Einmal Zigaretten holen sind auch schon 60 Kilometer. Nach 20 Uhr. Nach 22 Uhr wird es richtig bunt, dann sind es 100 Kilometer. Außer man hat immer Kleingeld da für den Zigarettenautomaten. Ja. Nee, ich denke, alles ausbauen, Haube zu, wegstellen, dass ich hier ein bisschen mehr Platz kriege. Und dann hat sich das erstmal erledigt mit ihm, bis die Teile kommen. Ja, wie gesagt, neues Sam. Das da ist jetzt mehr oder weniger nur ausgeborgt. Nicht wirklich passend, muss ich dabei sagen. Aber er müsste starten damit. Macht er aber nicht. Ja. Ich sehe gerade, er hat mal neue Injektoren gekriegt. Auch schon mal gut. Alle vier. Ja. Ne? Sieht cool aus, das Ding. Und ein bisschen später abgeben ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Die verbrauchen sehr, sehr wenig. Wir haben damals unseren 270er haben wir auf 4,8 Liter gekriegt. Hier sind ja nur Landstraßen. Ja. So schön konstant 90 Tempomat rein, 4,8 Liter oder auch, ne, das ist ein 220er, der wird wahrscheinlich noch weniger verbrauchen. Ja. Zum Beulendoktor muss ich auch noch. Hier hinten an der Klappe ist eine Delle. Aber ich denke, das kriegt man raus. Die ist rostfrei, deswegen möchte ich die ganz gerne erhalten. Rostfreie Heckklappen sind selten bei dem Auto. Wie gesagt, der ist in sehr gutem Zustand. Deswegen überlege ich gerade, den erstmal zu behalten. Muss nicht jedes Mal der Land Rover dran glauben. Für jede Fahrt. Ist jetzt auch nicht so besonders gut. Kurzstrecke. Oder kürzere Strecken. Wenn er lange Strecken fährt, fühlt er sich richtig wohl. Da kommt er so auf 7,5 bis 8 Liter. Aber kurze Strecken mag er gar nicht. Ja. Hierfür gibt es übrigens auch eine Hochdruckpumpe für Pflanzenöl. Interessant. Ich will mal erkundigen, was das Ding kostet. Oder alternativ diese Hochdruckpumpe umbauen. Mit einem anderen Dichtsatz. Dann geht das auch. Ja, Mercedes hat da mitgedacht. Offiziell von Mercedes Pflanzenöl. Hm? Tja. Ja, so ist das. Tja, ich denke, ich würde für heute zum Ende kommen. Viel Sinnvolles ist dabei nicht jetzt rumgekommen. Das ist, gelegentlich setzt sich bei mir das innere Wochenende durch, sozusagen. Einfach mal baumeln lassen. Und zwar so ganz geistig. Ja. Motorabdeckung habe ich auch wieder gefunden. Und euch wünsche ich eine angenehme Woche. Ja. Wir werden jetzt erstmal einkaufen fahren. Heute Abend gibt es schön Essen. Ja. Okay.
würde sagen, bis spätestens Dienstag. Bis dann.